Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin's wieder, eure Lemmingwanz, und ich heiße euch heute alle wieder herzlichstens willkommen zu Champions of Mordor. Ich habe mir heute mal überlegt, heute machen wir mal was komplett anderes wieder eine neue Art von Champions of Mordor. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, welches Champions of Mordor euch am besten gefällt, dass die beispielsweise so ein großes Turnier haben, wo sie dann auch am Ende wirklich die Goats werden können, oder ob man sagen kann, okay, die kämpfen jetzt darum, um wirklich die Häuptlingsehre zu erlangen. Oder wir machen es heute was komplett anderes und machen nämlich es so, wir werden heute die Tryouts starten. Das ist nämlich das, was ich heute mir überlegt habe als dritte Möglichkeit für Champions of Mordor. Dabei treten nämlich jetzt erstmal in den Tryouts erstmal wieder 8 Uruks gegeneinander an. Hier haben wir beispielsweise Bagger den Beißer, dann haben wir hier Urdag den Mörder. Ich switch die jetzt einfach mal durch. Und all diese Uruks und Orloks kämpfen jetzt darum, um einer von einer Gruppe, ich weiß noch nicht, wie groß die sind, überlege ich mir da noch, die dann Gorgoroth, so da sind wir ja gerade, vertreten werden. Und mal schauen, ob sie uns würdig vertreten werden, wenn nicht, dann sterben sie halt. Und dass dann wirklich am Ende dann halt auch wirklich die Besten der Besten dann halt auch rausgefiltert werden. Das wird dann auch dann Sindreim, auch aus Minas Morgul werden wir das machen. Ich möchte einfach mal so eine Runde dazu machen. Und hier haben wir Abenno, den Gefräßigen. Ihr könnt ja dann auch am Ende sagen, am Ende müssen ja bleibt dann ja eine Truppe übrig. Und wenn ihr Bock habt, schreibt mir dann in die Kommentare, gegen welche ich habe eigentlich Lust, dass die dann auch wieder um die Häuptlingsehre kämpfen. Dass dann wirklich eine Truppe dann übrig bleibt und die kämpft dann gegen irgendeinen von denen, gegen irgendwelchen von denen. Okay, Leute, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel zugetextet. Dann wollen wir auch gerade anfangen. Bis gleich. So, dann werden wir jetzt in der ersten Runde. Direkt geht's los mit 2 Orloks. Die Menge schreit für dich. Ich lasse dich für sie schreien. Arkaios, der Felsenbrecher. Gegen. Ich opfere dich der dunklen Flamme. Ich finde die Orloks so genial. Und auch immer, wenn die gegeneinander kämpfen, das ist so cool. Das ist einfach mal so episch, weil die so riesig sind. Gucken wir mal, wer von beiden der Stärkere ist. Ah ja, der Felsenbrecher ist der Stärkere. Wenn er Felsen kaputt macht, dann kann er das. Und die haben auch beide Freunde mitgebracht. Der Große, naja, obwohl es ist eigentlich kein Vorteil vom Gnadenlosen, weil er ja hat eine Giftwaffe. Aber das ist eigentlich nicht wirklich ein Vorteil, weil der andere auch giftfest ist. Aber es ist auch so, viele dieser Orloks haben halt auch bestimmte Schwächen. Und ich habe heute komplett random halt reingegriffen, was ich raushole. Ihr habt es bestimmt gesehen, der Astamo hat nämlich eine sehr, sehr entsetzliche Schwäche, nämlich, dass er entsetzt davor ist. Oh, geil! Holt sich direkt wieder ein bisschen was zurück, ey. Er hat schon fast die Führung wieder zurückerobert. Er hat nämlich die entsetzliche Schwäche, dass er wirklich nicht giftfest ist, sogar noch weniger. Alter, schießt ihm erstmal eine Harpune rein. Und da, und es ist halt auch ein Orlok, gegen den er dann antreten werden muss, wenn dieser Orlok denn gewinnt. Und jetzt kommt's. Wenn er gegen diesen Orlok dann kämpft, wird er eigentlich sterben. Es sei denn, er stirbt jetzt. Es sieht nämlich gerade echt krass aus. Man muss echt mal sagen, es ist ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden, obwohl der Gnadenlose jetzt gerade den Vorteil hat. Jetzt müssen wir gucken, die nächste Aktion wird es zeigen, und er hat, Arkaios hat es geschafft. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wahnsinn. Wahnsinn. Gucken wir mal, wie er sich behaupten wird, meine lieben Freunde. So, jetzt lassen wir mal was Kleines aufeinander los hier. Hältst dich für stark? Ich bin stärker. Na los doch! Ein Karagor! Auch nicht schlecht. Ja, also ich bin mal richtig gespannt. Hier kämpfen jetzt ein Schlechter mit Verstärkung gegen einen Berserker. Der Berserker ist der Kugar, der Unbändige, hier nämlich mit seinen wundervollen Speeren. Dann haben wir den Schlechter Krim, den Menschenfresser. Cooler Name, finde ich. Richtig cool für einen Uruk, richtig geil. Alter, der flippt ja komplett aus. Jetzt ist der Anna auch erzürnt. Aber der kommt nicht zum Kämpfen. Er kommt nicht zum Kämpfen. Jetzt kommt er wieder zurück. Alter, was ist denn hier? Das ist ein kompletter Schlagabtausch jetzt gerade. Aber Kugar scheint tatsächlich der von beiden zu sein, der mehr ein bisschen auf dem Kasten... Ja, er hat mehr auf dem Kasten. Das hat man jetzt gesehen. Krimp hat's erwischt. Und der schmeißt nochmal einen tot. Sehr gut. Jetzt geht's in die nächste Runde. Nächste Runde, nächste Stunde, ey. Jetzt lassen wir mit was Großes aufeinander los. Ich schlag dich nieder und mach dich zu Staub. Der Urdag, der Mörder, gegen.
Zeig mal, was du kannst! Akaro, die Zunge. Akaro ist tatsächlich der, nennen wir es mal, der natürliche Feind von Arkaios. Alles klar, irgendwie ist das so totale Dings, totale Alliteration, ja? Yeah? Das hört sich irgendwie komisch an. Der natürliche Feind von Arkaios ist Akaro. Und der macht hier gerade auch was. Aber ich finde, der Urdak hat, glaube ich, aber auch Dings, wie heißt's, Dickhäutigkeit. Das bedeutet, der ist sehr, sehr widerstandsfähig. Und ist halt da schon geil, wie die zwei aussehen. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Und ich denke, Urdak hat gerade wirklich den Vorteil, auch wenn seine Männer größtenteils tot sind. Aber der hält was aus, das ist ja irre. Der hat eine fette Rüstung, der hat Dickhäutigkeit wahrscheinlich auch noch dabei. Also das ist schon ein Monster. Der gibt ordentlich auf die Fresse, der teilt ordentlich aus. Aber hier kommt Akaro. Wahnsinn, richtig guter Schlagabtausch. Jetzt tasten sie sich noch ein bisschen ab. Oh, hier tun sie noch ein bisschen rumkuschele. Jungs, ihr sollt kämpfen. Oh, aber Akaro, der zeigt aber auch, was er auf dem Kasten hat. Ich finde beide so genial, einfach mal von den Rüstungen. Aber hier kommt er zurück und man sieht, Urdak hat eine riesen Stärke auch. Oh, das wird jetzt für Akaro richtig schwierig. Und zack, die Zunge wurde rausgerissen. Und Urdak, der Mörder, hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Jetzt geht's weiter in die nächste Runde. So, Bagger der Beißer. Was für ein Prachtexemplar. Ich frage mich, wie deine Innereien aussehen. Gegen? Noch eine Made. Flockrüstmeister. Gefällt mir. Gefällt mir, Jungs, ihr müsst was machen. Oh, und hier, und es geht direkt was los, als hätte ich es nicht schon rausgebrüllt. Cool. Also Flock hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er halt einen riesigen Schild hat und seine beiden riesigen Bodyguards. Dafür ist Bagger wesentlich behender und schneller. Er ist flink und da muss er wirklich was draus machen. Er ist ein, ich glaube, das ist ein Fährtensucher sogar gegen einen Kommandanten. Aber er hat wirklich zu kämpfen gerade. Er hat richtig zu kämpfen gerade. Aber... Er hält Flock gut in Atem. Sehr gut sogar. Sehr, sehr gut. Er geht gut drauf. Wahnsinn. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Gefällt mir gut, wie er sich hier macht. Oh, er sticht ihm gerade in den Rücken. Cool. Auch ein schöner Rücken kann entzünden. Also Jungs, ihr müsst hier wirklich mal Gas geben. Ihr müsst dann auch... der Gewinner aus diesem Match, der muss dann Gorgoroth... hier eure Heimat dann auch würdig vertreten, ne? Also, das müsst ihr wissen. Und der Witz ist, sobald... ich habe mir auch überlegt, ich glaube, ich mache 4 sogar. 4 gegen 4, das passt dann auch. Oh! Oh, Bagger der Weiser in einem richtig epischen Ende einfach draufgegangen. Wunderbar. Ich erkläre es euch gleich dann. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Es werden 4 gegen 4 und es werden auch keine neuen dazugenommen. Jetzt wird gekämpft. Also in dem Prinzip, dass wir haben hier 4 Durchgänge. 4 Tryouts. Und das bedeutet, man hat dann am Ende 4 Uruks oder auch 4 Orlocks, keine Ahnung. Und oder was weiß ich, irgendwas dazwischen. Und diese 4 müssen dann in einem Kampf gegen die anderen Champions dann bestehen. Das bedeutet so viel, dass beispielsweise am Ende dürfen immer nur noch 4 übrig sein. Also das ist wirklich der Witz dann an der Sache. Es müssen am Ende dürfen nur noch 4 übrig sein von jeder Gruppe. Und diese 4 haben dann tatsächlich auch die Möglichkeit, habe ich mir jetzt gerade so überlegt, je nachdem halt, woher sie kommen, dass sie dann auch... Alter, der macht den richtig fertig. Dieser Arkaios ist echt gut. Das muss man ihm echt lassen. Kuddel schon noch mal ein bisschen. Knickewurst, der mache fertig. Und, also insofern, was macht denn der da? Der muckt ein bisschen uff hier. Dass dann am Ende wirklich die dann auch gegen ihre... Sorry, wenn ich gerade ein bisschen so viel laber. Also, mache ich immer. Dass sie dann wirklich gegen einen Oberherrn antreten dürfen.
Habe ich mir dann vorgenommen. Alter! Okay. Urdak könnte das hier nochmal reißen. Der nächste Schlag wird es jetzt entscheiden. Und? Und doch, anscheinend doch nicht. Und zack, der Urdak hat es geschafft. Aber knapp schon wieder. Wahnsinn, wie knapp die kämpfen. Ich vermisse irgendwie ein bisschen die Finisher. Naja gut, was soll's. So, jetzt können wir im Halbfinale wieder weitergehen. Im Bis letzten Halbfinale. Hattest du Glück. Für die Runde. Aber dein Glück hat nun ein Ende. Noch ein Narr zum Abschlachten. Hat erst mal Mundgeruch rausgehauen hier. Ah, jetzt kann ich wieder richtig schön moderieren hier. Oh, geil. Oh, cool. Hat den anderen erstmal schön abgeschlachtet. Ich bin mal gespannt, wie Flock sich jetzt gegen einen Berserker schlägt. Letztes Mal hat er ja auch wieder so einen gehabt mit Speere. Aber ich bin mal gespannt, wie er es jetzt macht. Gegen einen, der halt schon... Ja, man kann schon sagen, dass Kuga was auf dem Kasten hat. Er ist halt wild. Er ist richtig wild. Und er hat es auch gegen einen Schlechter geschafft. Und das würde das heißen. Alter! Leute, ich sehe nix. Scheiße. Oh. Der hält nicht viel aus, habe ich so das Gefühl, der Flock. Der hält wirklich nicht viel aus. Der verlässt sich eher auf sein Schild und auf seine Bodyguards. Als gut ist ein Kommandant dann in dem Moment. Man merkt halt wirklich, dass es ein Kommandant ist. Aber Kuga, das ist ja irre, wie viel der aushält. Das ist ja Wahnsinn. Er kommt aber gar nicht richtig zum Einsatz, weil er halt... Und jetzt schmeißt er auch noch vorbei. Hast du Lachsoffe oder Alter? Bist du betrunken? So. Oh, und Kuga hier ins Bier und schlägt dem in der Fresse. Und den anderen hat er gerade mit umgebracht. Jetzt ist der eine natürlich erzürnt. Zack. Es wundert mich ein bisschen. Kuga bleibt... Oh. Und das war's. Kuga blieb, aber er hat echt einen kühlen Kopf für einen Berserker hier bewahrt. Wahnsinn. Gucken wir mal, wie er sich gegen Urdak schlägt. So, Leute, jetzt sind wir schon im Finale des ersten Tryouts. Und hier stehen sie nun. Kuga, der Unbändige. Und gegen Urdak, den Mörder. Ich bin jetzt mal echt gespannt, wer jetzt von beiden es wirklich schafft. Und damit der erste von vieren wird, die Gorgoroth dann auch würdig hoffentlich dann auch verteidigen. Urdak fängt schon mal gut an gegen den gefährlichen Kuga. Aber diese kleinen Speerwerfer sind natürlich die natürlichen Feinde eines jeden Orlok, weil die halt so flink sind. Aber Urdak macht es sehr gut. Er gibt ihm keine Atempause und versucht, so schnell es geht, ihn anzugreifen. Und er ist halt auch hat sehr harte Matches auch hinter sich gehabt. Natürlich Kuga auch. Also es waren heute wieder mal ein paar brutale Matches. Das habe ich selten so auf einer Augenhöhe gesehen. Schade, dass sie alle tot sind. Oh, und Kuga hat es jetzt erwischt. Wahnsinn. Damit haben wir jetzt den ersten von Gorgoroth. Den ersten Tryout-Champion von Gorgoroth. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.